Die Zigarette, sie boomt wie nie bei den Minderjährigen. Die Zahl der jugendlichen Raucherinnen und Raucher hat sich 2022 im Vergleich zum Vorjahr fast verdoppelt. Ich war 15, das war mit meiner besten Freundin. Wir haben das einfach mal probiert, sind in einem Waldstück gegangen und und dann fing das an. Zwang, die Kollegen haben alle geraucht, dann wollte man natürlich in der Gruppe mit drin sein. Waren es 2021 noch 8,7% unter den 14- bis 17-Jährigen, sind es nun schon 15,9%, die Tabak rauchen. Fast 200.000 Jugendliche mehr, zeigt die aktuelle Debra-Studie. Oft geschieht der Einstieg über vermeintlich harmlosere E-Zigaretten, die aber, so Experten, so stark abhängig machen, dass die Jugendlichen auf Tabakzigaretten umsteigen. Tabakrauchen ist besonders für Jugendliche gefährlich, weil natürlich die Ausbildung von Herz-Kreislauf- und auch Lungensystem noch nicht abgeschlossen sind und hier besonders eben auch genetisch schädigende Einflüsse eine Rolle spielen. Klar ist, es muss noch stärker auf Prävention gesetzt werden. Bundesgesundheitsminister Lauterbach zeigte sich entsetzt über die aktuelle Entwicklung. Zustimmung vom Koalitionspartner. Wir brauchen hier zielgruppenspezifische Prävention und Aufklärung. Es könnte sein, dass wir spezifische Kampagnen zum Beispiel über Schulen ausspielen, aber auch in den neuen Medien. EU-weit liegt Deutschland bei der Tabakprävention deutlich zurück. Dass die Tabakmultis hierzulande ihre Produkte immer noch präsent vermarkten können, dürfte auch an ihrer Lobbyarbeit liegen. FDP und CDU lassen sich seit Jahren von der Tabaklobby sponsern.